So, hallihallo liebe Freunde, zurück zu Folge 13, die Unglückszahl. Ist ja einiges im Gehen hier. Ich mache einfach mal Mission Control und wir scannen mal weiter. Infusing the bone marrow with meld will allow our soldiers to regenerate combat wounds while on the battlefield. Das habe ich doch, ja, habe ich doch schon gemacht. Gerade. Now armed with laser cannon, sehr gut. Research Project complete. Chitin Plate available from manufacturer. Needle Grenade available. Bioelectric Skin available. Made from this material provides additional protection and significant reduction to melee damage. It's also sturdy enough to provide a simulation counter. Ah, das hilft mir also gegen diese Würgen. Aha, cool. Needle Grenade, aha. Okay, also das macht den gleichen Schaden über einen größeren Bereich, aber zerstört kein Cover. Okay, und Bioelectrical Skin bedeutet, dass ich unsichtbare Gegner sehen kann, ohne sie, oder generell Gegner in meiner Nähe sehen kann, ohne sie zu alarmieren. Und gleichzeitig auch noch immun gegen die Strangulation wäre. Das ist natürlich schon fett. Hab ich den Seeker erforscht? Wahrscheinlich hab ich den Seeker erforscht. Machen wir das Outsider-Shard. Ich würde sagen, die Priorität mal weitermachen. Request from Asia, was war denn was? Penny Request. Ach genau, die Scatter Laser. Build by Items. Das sieht nicht gut aus. Nicht genug Alloys. Auch hier nicht genug Alloys. Aber weil ich die hier verballert habe, die Alloys. Naja. Ah, mein Satellite-Uplink ist online, sehr gut. Kann ich denn auch... Build by, nein, ich build bei Items, build Facilities. Wo haben wir es denn? Satellite-Uplink? Satellite-Nexus. 5... Oh, braucht das viel. Wie viel kann ich da für 4 Exoplaneten kann ich da machen? Im Gegensatz zum normalen Satellite-Uplink, was mir 2 gibt. Plus 1. Die Foundry müsste ich, glaube ich, mal bauen. Absence of this facility counts as a workshop for adjustment benefits. Die Foundry. Weil ich die nie wirklich genutzt habe, glaube ich. Ich baue sie einfach mal, würde ich sagen. Oder? Auf jeden Fall hebe ich das auch noch aus. Und das wahrscheinlich auch. Alles andere sehe ich später. There you are. Tactical. Do we have an eagle over these coordinates? Recon satellite Delta 2 is just coming into line of sight. Now, sir. Coming on screen. Nothing. No. That's impossible. I know it's there. Switch to thermal. Hello. Give me subsurface. Gotcha. Establish comms with all available ground. Think of what we might find once we get inside that facility. Imagine what they might be doing down there. I'm sure we'll find out soon enough. Okay, we found it. Now how do we get inside? I thought you'd never ask. Ja, das ist gleich auch noch ein Schlüssel. Das ist sehr gut.
Sign your research. Build the skeleton key. Sort the alien base. Skeleton key available for manufacture. Hm. Skeleton suit? Nein. Oh, würde ich so gerne. New Fighter Craft, das ist so gut. Weil brauche ich 75 Waffenfragmente, ich sollte weniger Explosionssachen einsetzen. Ich forsch mal Illyrium, glaube ich einfach. I've got a hunch as to how we might get into that facility. Just give the word and I'll begin manufacturing the key. 15 Ingenieure brauche ich dafür. Wie sieht's in meinem Hangar aus? Habe ich jetzt alle mit Laser Cannon? Ja, alle mit Laser Cannon. Situation Room. Das sieht nicht gut aus. Argentinien und Brasilien werden beim nächsten Bericht aussteigen, wenn ich die nicht rette. Wie lange dauert der nächste Bericht? Noch 16 Tage. Mal sehen. Alien Base Assault. Commander, we can begin working on a way to access the alien base. Ich habe keinen Skeleton Key. Commander, our intelligence sources indicate that a previously unknown organization is attempting to undermine XCOM field operations. We believe this group harbors some misguided sympathies for the invaders and is intent on acquiring alien technology and artifacts critical to your efforts. Early reports indicate this organization calls itself Exalt. We trust you will isolate the source of this new threat and eliminate it. Commander, the Council has provided some additional resources to help us deal with these traitors. We can begin scanning for additional Exalt cell locations and launch covert operations to disrupt their activity via the Situation Room. Okay, cool. Exalt operation propaganda. Exalt agent has increased panic. What? Okay. Code to Situation Room. Keys to global covered operations. Exalt is a new global threat they will carry on. Exalt operations with cells. Exalt operates with cells. Mm-hmm. Mission to individual cells. Eliminate these cells. Recover intel you will need to locate the Exalt base. Okay. Muss ja eine Covered Operation machen. Here you must choose a soldier to infiltrate the Exalt cell you select and recover vital intel that will help lead you to the Exalt base after a few days of covered activity. The soldier will be awaited for extraction in a special tactical mission. Okay, Covered Operations are restricted to pistols. Foundry upgrades may be useful. Narrative has a powerful in-mission ability Exalt com hack if you can find an Exalt com array. Your covered operation can hack it, disabling all Exalt forces weapons for a short time. Okay. So, da der darf nur Pistolen benutzen, wenn er dort ist. Und da wäre mein Sniper wahrscheinlich schon die beste Variante. Also durch den Ganzlinger-Fähigkeit einfach. Hat er Genmodifikation? Ne, hat er nicht. Glaube ich. Send Operative on Mission. Werde mich mal auf die Mission schicken. Okay, cool. Commander, we're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the China oder Mexiko. Ich glaube, Europa ist relativ safe. Bis auf Frankreich. Asien oder Mexiko. Ich glaube, Asien ist auch relativ safe. Situation Room. In Asien ist es nur der eine. Russland ist das einzige, was Mucks macht.
Oder Mexiko. Mexiko zu Nordamerika. Und nämlich am ehesten Europa. Weil ich dort nicht alle abdecken kann und ich eigentlich dort noch einen drin halten will. Alien Abductions. Da krieg ich wieder bloß einen neuen Rekruten. Das ist übelste Kacke. Was will ich mit neuen Rekruten? Da sind hier 4 Scientists, die sind so viel besser. Oh. Oder $200. Boah. Das ist übelst mistig aufgeteilt bei mir gerade. Ich glaube, ich will lieber die Scientists haben, auch wenn es... Leg sie mal drauf an, ich nehme die Scientists. Denke ich. Anstatt das Geld. Mal kurz in Situation Room gucken. Also ich habe Nordamerika. Mexiko ist auch das Wertvollste. So, wenn hier das um 2 steigt, passiert nicht viel. Also verliere ich vielleicht Kanada, aber mehr nicht. Da ich den Bonus aber eh schon hab, Bonus R in Space. Hier Europa-Bonus habe ich erstens noch nicht. Und der ist in Russland aus einfach nicht mehr steigen und sind die raus. Wenn ich hier Argentinien mir dann noch holen will, nächste Runde. So ein Quatsch. Japan, China. Ja, ich werde bei Europa nehmen müssen. Auch wenn mir das gar nicht gefällt. Das ist übelste Kram. Da krieg ich noch ein. Ist Hold vor allen Dingen. Ach, was soll's. Ich spiele halt einfach das Spiel, würde ich sagen. So, soviel zu Folge 13. Das hat mir gleich zweimal abgeschmissen ineinander. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Wir haben uns für Frankreich entschieden. Make items available, accept, edit unit, customize, zack, ach Quatsch, loadout, customize, loadout, grenade, edit unit, customize. Wieder hatte ich ihm gegeben. Edit Unit, Customize. Er hat die bekommen. So, und der hat den Arcthrower bekommen. Einfach nur, weil er unter Umständen nicht mal auf nahe des Tanks gut trifft und dann zuverlässig mit dem Arcthrower umgehen kann. Also ich habe jetzt, wo es abgeschmiert ist, ist mir ein bisschen was verloren gegangen, aber das war einfach nur dieses Ausrüsten und dieses Laden hier. Diesmal klappt es auch hier. This is Big Sky. Strike team has reached the AO. Requesting authorization to deploy. Solid copy, Big Sky. Strike one is clear to engage. So, will ich Reaperman direkt aus Osten laufen lassen? Eigentlich nicht. Will ich Guppy aus Osten laufen lassen? Eigentlich auch nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, diese Stelle hier. Zumindest ist es eine alte Map, sag ich mal so rum. Oh, eigentlich kann ich bis hier rüber dashen, denke ich. Und jetzt daran denken sich, wie das Seeker hab und noch keine Gegenmaßnahme zu denen. Ich kann hier reingehen. Ins Bushäuschen. So, Lydia Ganzauge. Wahrscheinlich will ich dich mit hier drüben haben. Zur Unterstützung. Ich will generell, glaube ich, meine Leute ein bisschen zusammenhalten.
Und der letzten setzt mal auf Overwatch. Einfach nur, falls irgendwas Dummes passiert. Man weiß ja nie. So. Jetzt läufst du hier mal erstmal dahin. Du kannst bloß dahin oder da. Dann dashst du halt. So, mal dahin gehen, auf Overwatch. Sich trifft er ganz gut. Der kann mal da rumlaufen. Sie kann auch mal bis dahin dashen. Wahrscheinlich, ja, so legt sie auch mit dort in die Gruppe rein. Er hört was, okay. So, Meld gesichert. Die kann nur dahin laufen. Wow. Wow, fuck. Mutants. Die töte ich nicht mehr, wenn ich mit denen eine Rakete reinschieße. Von daher, Rakete rein, oder? Wahrscheinlich sogar eine Schredder-Rakete. Einfach nur, damit sie mehr Schaden nehmen. Weil die sind richtig übel. Shredded, alle drei. Sehr gut. Und erstmal schön ein halbes Leben weggemacht. Mit der Aktion. Ich weiß nicht, ob ich die sogar gefangen nehmen kann. 67. Ich würde wahrscheinlich versuchen, wenigstens einen wegzumachen. Jawohl, einer tot von denen. Die haben nämlich Granaten. Das ist extrem. Oh, fuck. Das war dumm. Das war dumm. Jetzt kriege ich wieder alles auf einmal ab. Die sieht den einen, aber den anderen nicht. Oh, dann gehst du halt auf Overwatch. Wahrscheinlich gehst du auch am besten auf Overwatch. Mann, wenn ich da eine Rakete reinhacke, sind sie alle tot. Aber sind halt alle tot. Ich brauche halt eigentlich die Waffenfragmente. Wenn ich nur einen am Leben lasse, mach ich so. Nein, ich will die weg haben. Die sind mir zu viel mit Mutons daneben noch. Will ich sie weg haben. Das ist mir. Ist mir zu heikel an der Stelle. Ich werde sich damit die ganzen Waffen zerstöre, aber das ist mir zu heikel an der Stelle. Au. Der Schuss ist vorbei, schade. Overwatch. Jetzt freue ich meine Shirley Holmes. Warum habe ich eigentlich Shirley Holmes nicht mitgenommen? Ich bin ein Trottel. Die war auf jeden Fall wieder bereit. So. 47 und 27. Sehr gut. Ich will aber das Fox nicht schon wieder verlieren. Deswegen Heilung. Time to cowboy up. Auch ein geiler Ausspruch. Oh, will ich jetzt den Overwatch auslösen? Nie so wahnsinnig gern. Aber ich werde es wohl irgendwie machen müssen. Wahrscheinlich mit dem hier. Oh, wollen wir den nächsten? Ich weiß schon, warum ich vorhin die 6 Viecher da platt gemacht habe. Die 4 waren es. 31, 21, 41, 41. Meine Güte, ey.
Ich habe noch eine Rakete mit dem. Ich habe eine Schrottrakete. Ach, der kommt nicht weit genug damit. Blöderweise. Ich will das Mutant eigentlich weg haben, auf jeden Fall. Ist mir zu nah dran. Mist. Beide vorbei. Oder hat ein. Ne, einer hat er getroffen. Sehr gut. Das ist zumindest eins von den drei Viechern weg. Das trifft nie. Das andere. Hoffentlich trifft das auch nie. Au, das trifft. Die Mutanten schießen, ne, nicht von den gleichen, aber das trifft, das zum Griff zum Linien, das Mutant. Das zweite geht auf Overwatch, okay. Wir hatten Heilung von mir dabei. Sind die beide Heilungen drüben? Nein. Er hat selber Heilung dabei, okay. 31, 41, 41. Der hat nur die im Visier. Die hat auch nur den im Visier. 47 und 27, das ist halt noch. 25 und 5. Das ist ehrlich, das ist so nutzlos. Der wird sich wahrscheinlich erstmal selber heilen. Er geht einen Schritt vor und sieht natürlich mehr Gegner. Wie geil ist das denn? Hier habe ich halbe Deckung, habe ich genauso halbe Deckung. Mal sehen, ob ich den Overwatch auslösen kann, muss. Ne, muss ich nicht. 50 und 35 und 60. Wenn ich die Mutants weg haben. Aber das hat 60 Wahrscheinlichkeit, ne? Ich versuche erstmal die Mutants, jawohl, erstmal die Mutants auch tot damit. Guppi mein perfekter Schütze momentan im Air. Nützt mir momentan nichts, wenn ich da angehe. Wenn ich darum gehe. Und auf das 36 und 36. Das ist auf Overwatch, wenn ich damit ranlaufe, kriegt der volles Ballett aufs Maul. ...27 ist genauso ein Problem. Komme ich bis dahin, um meine Leute zu tarnen? Ja, komme ich. Sehr gut. Die sind ja gerade ein bisschen in der Zwickmühle. Da gebe ich ein bisschen mehr Defense. Jawohl, das ist Overwatch. Ah, Mann. Ach, Lüdi, muss man ein bisschen üben. Au. Hab mir bloß gerade geheilt. Overwatch. Und wieder verfehlt. Shit. Nein. Ah, was panikt? Na, jetzt paniken die beide. Oh nein. Und die hat meinen. Nicht auf Overwatch gegangen und daher sollte ich rangehen dürfen. Now das haben wir gesucht. 59%. Nie so wahnsinnig viel. Ich versuch's trotzdem. Jawohl, perfekt.
Irgendwo muss ja der andere auch noch sein. Komm, ich versuch's mal mit einer Rakete. Einer stirbt auf jeden Fall. So, jetzt bist du noch übrig. Overwatch auf jeden Fall. Ah, der Ring nimmt wieder sein Leben, sehr gut. Oh wow, da ist immer noch Overwatch. Steht aber vorbei, wo steht denn der? What the fuck? Krieg ich noch mehr im Sichtbereich? Der wird den wahrscheinlich nicht sehen können, wenn ich ihn dorthin packe. Kann ihn von hier aus sehen. Mal gucken. Ah, der muss eh nachladen. Nimm. Ey, ihr Leute seid so unnütz da, wo ihr gerade hockt. Völlig unnütz, wo sie hinrennen konnten. Ist ja nicht mal ansatzweise in Schussreichweite. Ne, nicht in Schussreichweite. Will ich jetzt weiter vorrücken oder nicht? Verstanden, Commander. Den Mann voll Deckung tot. Noch ein Lebenring hier, sehr geil. Oh, der haut echt ab. Was ist denn das jetzt? Was? Hat er vorhin getroffen beim Schießen, beim Reaction Shot oder was? Ach shit, ich komm nicht bis ran. Ich komm auch da nie bis ran. Ja, ich komm mit keinem bis ran. Na, damit ist das verloren. Also ich kann jetzt das Mute, das Vieh noch töten da hinten. Nie so wahnsinnig praller. Komm ich bis dahin mit der Granate? Nee, gerade nie. Der sieht's aber noch. So ist. Die hab ich auch noch. Jetzt habe ich zwei Varianten. Entweder ich baller mit allem, was ich habe. Sieben. Ich habe wieder noch um 10%. Oder ich schieße eine Schredderrakete, um es zu töten. Ich baller mal mit allem, was ich habe. Also das Schwertreffer ist mir schon klar. Boah, die spießen alle in die gleiche Wand, oder was? Ja, alle verfehlt. Damit ist Meld verloren. Und damit ist wahrscheinlich auch noch meine Support tot, ne. Aber da machst du keine Panik, oder was? Ist ja klar, natürlich. Würde ich auch nie machen, wenn ich so einen Schuss abkrieg. Nö. Auf jeden Fall Holotage-Ding. Er trifft schon wieder nie. Sie kann wahrscheinlich hier immer nicht schauen, wenn ich sie hier hinschicke. Kann nur die Granate werfen, wenn alles andere nie trifft. Weil ich habe Faxen dicke mit dem Ding. Ich treffe Kupi jetzt, 55. Jawohl, Kupi trifft natürlich wieder. Continue. Warum habe ich Shirley Holmes nicht mitgenommen? Während ich fliege. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, Folge 13 hat ihre Folge, ihre Nummer ganz große Ehre gemacht. Bei dem, was jetzt gerade alles schief ging.
Reaperman has been promoted zu Leutnant? Ja, Leutnant. Ja, ich mag die Heat-Ammo. Gipsy has been promoted. Automatic is... to arrive, okay. Suppression. Was? Der Support kann auch Suppression Fire geben? Wann das denn? Aber ich will eigentlich sogar nur stabilisieren. Ich will die, glaube ich, oder? Nein, ich mache einen Drive. Und das hat Fox. Noch ein Heavy. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie sind alle, die ich benannt habe, Heavys? Alle! Alle, bis auf einen, sind Heavys geworden. Das ist doch ein schlechter Scherz.